Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie man sieht, ich bin wieder mit meinem Fahrrad unterwegs, das steht hier, und befinde mich heute in Frankfurt am Main, Niedereschbach. Und wie man im Hintergrund sehen kann, gibt es hier unheimlich viel Natur. Für eine Großstadt wie Frankfurt wirklich sehr viel Natur. Hier eine Weide mit Kühen, die jetzt allerdings ziemlich weit oben sind, deswegen sieht man die nicht. Was ich euch heute in dem Video präsentieren werde, das ist, werden viele Niedereschbacher auch kennen wie ich, das Pfingstwäldchen. Dort waren wir als Kinder oft gewesen, das war unser Abenteuerspielplatz. Aber anfangen tun wir mit dem Jägersteg, wo wir uns jetzt hinbegeben. Hier nun befinden wir uns, wie schon gesagt, am Jägersteg, der hier über den Eschbach führt. Früher war das ein Holzsteg in meiner Kindheit. Mittlerweile wurde sie saniert und ist ein Metallsteg. Dann gibt es hier noch eine weitere Besonderheit. Und zwar, ich muss da mal ein Stück zurück. Hier gibt es die sogenannte Eschbachfurt. Das geht quasi für Traktoren. Die können dann hier durch den Eschbach fahren. Relativ flaches Wasser. Und dann dort oben kann der Traktor wieder rüberfahren in die Ecke, wo ich eben schon gesagt habe, mit der Kuhweide. Hier gibt es auch den Rundweg im Grüngürtel, Park Niedereschbach, Station 8, Eschbachfurt und Jägersteg. Wer mag, kann den Text gerne mal lesen, dazu einfach mal den Pauseknopf drücken. Hier nochmal der Jägersteg im Hintergrund und der Blick auf die Eschbachfurt, den machen wir auch nochmal. Mit meinem Fahrrad werde ich da jetzt natürlich nicht durchfahren. Das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch. Wie gesagt, gedacht, dass hier Traktoren durch den Eschbach rüber in die Felder kommt. Und wir machen uns jetzt weiter in Richtung Pfingstwäldchen. Hier der Blick vom Niedereschbacher Stadtweg aus auf das Pfingstwäldchen. Das werden wir uns jetzt auch genauer anschauen, was es dort alles zu erleben und zu entdecken gibt. Wir stehen jetzt oberhalb, kurz vor dem Pfingstwäldchen, auf einem Berg. Das war für uns, wie schon erwähnt, in der Jugendzeit das Pfingstwäldchen Abenteuerspielplatz. Und das war einer von zwei Schlittenbergen, wo wir früher mit unseren Schlitten ab in den Acker gefahren sind. Der ein oder andere Eschbacher aus meiner Kindheit, der vielleicht jetzt zuschaut, wird es noch kennen, wie viele Stunden wir hier verbracht haben. Den zweiten Berg, den schauen wir uns natürlich auch an. Da kommen wir jetzt hin. Am zweiten Schlittenberg angekommen. Ja, Privatgelände leider mittlerweile. Früher sind wir auch hier mit dem Schlitten der Hang runtergefahren. Auf der Wiese befindet sich auch heute noch diese Statue. Ich weiß nicht, was für eine das ist. Wer das weiß, kann das gerne einfach mal unter die Kommentare drunter schreiben. Bin gespannt. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, früher sind wir in der Kindheit hier immer mit dem Schlitten runtergefahren. Und hier nochmal der Schlittenberg Ochsenkopf von unten gesehen. Stundenlang sind wir früher hier mit dem Schlitten hoch und hier nach unten gebraust, mussten allerdings früher aufpassen, dass wir hier nicht gegenüber irgendwo auf den Grundstücken gelandet sind. In dem Rundweg im Grüngürtelpark Niedereschbach gibt es verschiedene Stationen, wie hier in diesem Fall die Honigwiesen. Wen der Text interessiert, der kann einfach mal Pause drücken und sich den Text durchlesen. Hier nun der Blick auf das Pfingstwäldchen und rechts oben auf dem leichten Berg, dort befindet sich der Hundeübungsplatz. Hier nun im Pfingstwäldchen gibt es eine Gabelung mit zwei Wegen. Einer geht geradeaus weiter, einer hier nach links unten. Unterhalb auch ein Rundgang, also man kann einmal im Kreis durch das Pfingstwäldchen laufen. Parkbänke gibt es hier auch mehr wie genügend, dass man sich auch zwischendurch einfach mal ausruhen und die Natur genießen kann.
Wir genießen jetzt einfach mal die Stille der Natur. Im Pfingstbällchen gibt es auch diese, ja, ich sag mal Mulde. Das war mal ein Braunkohleabbau in einem bescheidenen Umfang. Das können wir hier an der Säule der Station 11 im Rundweg Grüngürtelpark Niedereschbach nachlesen. Auch hier der Hinweis, wen der Text interessiert, einfach mal den Pauseknopf drücken und durchlesen. Das schauen wir uns jetzt auch an. Wir gehen jetzt einfach mal hier hinein. Am Ende dieses Trampelpfades, dieser Mulde, da befindet sich, ja, ich sag mal, wie ein Loch, wo halt die Braunkohle abgebaut wurde. Neben dem Platz mit diesen Bänken, den wir jetzt gerade sehen, wo wir gleich auch noch hinkommen, gibt es einen Hang. Den schwenken wir jetzt mal drauf. Viele Niedereschbacher, vielleicht auch Bekannte aus meiner Kindheit, werden sich vielleicht noch hier dran erinnern, wie wir da immer hochgekraxelt sind. Heute würde ich da nicht mehr hochkrabbeln, weil entweder würde ich gar nicht erst oben ankommen oder ich würde nie mehr runterkommen. Und hier schon, wie erwähnt, ein schönes Plätzchen zum Ausruhen, zwei Bänke mit einem Brunnen. Das ist der sogenannte Waldsprudel. Über den bekommen wir gleich auch Informationen, denn auch hier befindet sich wieder eine Hinweistafel. Wir schauen, es ist sogar Wasser drin. Und was das genau war, das werden wir jetzt auf dem Schild lesen, was schräg gegenüber zu finden ist. Nämlich ein Waldsprudel. Dort kam früher Wasser mit hohem Druck raus. Das kann man jetzt einfach lesen, wen es interessiert. Gegenüber des Waldsprudels geht ein kleiner Trampelpfad in den Wald hinein. Dort befindet sich am Ende auf einer kleinen Anhöhe ein wunderschöner, alter, kräftiger Baum. Einfach schön hier die Natur zu genießen. Wir lauschen jetzt einfach mal ein bisschen den Vögeln, dem Laub, was im Wind weht. Immer wieder beachtlich die schönen Bäume, wie dieser hier, wo man die Wurzeln schön sieht, ausgeschwemmt vom Regen. Aber der Baum ist gesund und steht hier in voller Pracht. Neben den Stationen im Grüngürtelpark befinden sich auch Tafeln des Naturschutzbundes der Gruppe Niedereschbach. Hier die Tafel mit Waldtieren. Einfach interessant. Wer möchte, sollte sich unbedingt das Pfingstbällchen mal anschauen. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Eine zweite Tafel der Naturschutzbundgruppe Niedereschbach über einheimische Singvögel. Auch sehr schön sind die weitläufigen Wiesen, die man hier um das Pfingstwäldchen herum hat. Für Leute mit Hunden ideal zum Gassi gehen. Am Ende dieses Bachlaufes, was wir hier rechts sehen, auf dieser Wiese, ja, da befand sich, vielleicht befindet sich es auch heute noch. Wir haben es immer Quelle genannt. Das war ein Rohr, das kam aus der Erde mit Wasser. Wir haben das früher als Kinder getrunken. Überlebt haben wir es auch, sonst würde ich jetzt heute hier nicht stehen und das Video machen. Aber ob das wirklich Quellwasser war, was wir da immer getrunken haben, weiß ich nicht. Wenn es einer weiß, kann er es einfach mal kommentieren unter dem Video. Wie im Video schon erwähnt, führt durch das ganze Pfingstwäldchen ein Rundweg. Ich bin jetzt einmal drum herum gelaufen. Und möchte mich damit von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Also in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Macht's gut. Ciao, euer Sven.